Guten Morgen hier bei Justins Wetter zur morgendlichen Wettervorsage. In diesem Video schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf das Wetter in den kommenden Tagen. Es wird doch ja relativ viel passieren, vor allem in Sachen ja, Wind. Ja, die Modelle sind wieder etwas zurückgerudert. Der Sturm nach Silvester wurde wieder weggerechnet und dann bekommen wir dieses Wetter am heutigen Freitag mit teilweise kräftigen Schauern im Nordwesten. Vielleicht sind später hier und da im Westen auch mal einzelne Gewitter mit dabei. Die Böen dabei sind relativ kräftig. Hier bei mir gerade in Krefeld haben wir schon erste Sturmböen. Schauen wir dann mal ein bisschen genauer auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die erreichen dann doch verbreitet Werte zwischen, ja, 9 und 11 Grad entlang des Rheins, aber auch an der Grenze zu Polen werden wir vermutlich zweistellige Werte erreichen. Schauen wir dann noch auf den Samstag. Der Samstag bringt im Norden ein paar Schauer, dann gibt es eine trockene Zone und im Süden wieder ein paar Schauer. Und ja, da ist uns die große Frage, wie die Kaltluft im Norden mitspielen wird, weil hier sieht man doch in einem Schauer doch Schnee mit drin. Dann sind das die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die erreichen dann doch in der großen Nordhälfte Werte vom verbreitet zwischen 3 und 9 Grad und in der Südhälfte verbreitet zwischen ja, 4 und 11 Grad. Und dann sind das die Niederschlagsmengen bis zum 6. Januar, hier erstmal nach dem EZMWF-Modell. Und da kommt doch vor allem im Westen und Südwesten einiges vom Himmel. In den Hochwassergebieten erstmal nicht, im Nordwesten und Westen. Aber wie gesagt, im Westen und Südwesten diesmal am meisten. Und dann hier nach dem GFS-Modell. Und das haut wieder einen raus. Vor allem in den Hochwassergebieten oder aktuellen Hochwassergebieten. Im Nordwesten und Westen gäbe es dann nochmal nach diesem Modell wörtlich 100 Liter pro Quadratmeter obendrauf. Und ja, das wäre doch gar nicht gut für die Flusspegel. Schauen wir dann jetzt als nächstes auf die Wetterlage am 9.1. Und da könnte sich was tun in Sachen Kaltlufteinbruch, der bei uns in Deutschland ja bevorstehen könnte. Und dann hätten wir hier eine stramme Nordostlage mit relativ kalten Luftmassen, die dann zu uns nach Deutschland geführt werden würden. Hier als allererstes noch mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, in 1500 Metern Höhe von ja, durchaus minus 10, minus 11 Grad. Schauen wir dann jetzt auf den Nullerlauf von gestern. Den wollte ich nämlich euch dazu auch noch zeigen. Und der Nullerlauf von gestern, der hat dann so eine richtige kalte Kältepeitsche berechnet. Und das, ja, waren doch sehr, sehr arktische Läufe gefühlt, was da berechnet wurde. Jetzt habe ich hier das Ganze mal drin in der Karte. Und dann schauen wir auf die Wetterlage. Und dann kommt nämlich die Kaltluft aus Ost, Nordost. Also hier jetzt deutlich kältere Luftmassen, die dann da berechnet werden würden mit dieser kalten Ost-Nordost-Lage. Und jetzt zoomen wir mal nach Deutschland rein und schauen, was das genau für Temperaturen in 1500 Metern Höhe wären. Und hier sehen wir doch ganz gut, das wären dann noch Temperaturen in 1500 Metern Höhe von durchaus mal minus 10 bis minus 15 Grad. Und ab minus 10 Grad gibt es Schneefall bis zum Boden, auch im Flachland. Schauen wir dann jetzt mal ein bisschen genauer auf das Wetter, auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und auf die Niederschlagssignale. Hier für die Sombils, als allererstes für Grevenbruch im Westen. Und hier sehen wir noch dieses Zickzack am Anfang. Und dann sind hier doch am Ende des Vorhersagezeitraums oder ab der Mitte des Vorhersagezeitraums bis zum Ende sehr, sehr viele Ausreißer dabei. Viele gehen nach unten, ein paar bleiben auch noch nach oben. Haupt- und Kontrolllauf eher auf der kalten Seite und dazu immer wieder ein paar Niederschlagssignale. Und das Ganze schauen wir uns auch noch für Chemnitz an. Auch hier gehen wir auf unterdurchschnittliche Werte. Teilweise werden hier Temperaturen in 1500 Metern Höhe von um die minus 10 Grad berechnet.
oder teilweise sogar noch kälter. Also da merkt man mal, was da aktuell eigentlich in dieser Wetterlage steckt. Und dazu haben wir auch hier immer wieder ein paar Niederschlagssignale. Nicht wirklich große, aber sie sind vorhanden. Das war's mit dieser morgendlichen Wettervorhersage. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Wir sehen uns im nächsten Update wieder. Haut rein, macht's gut. Peace, Servus, ciao.